Ihr müsst doch wenigstens warten, bis der Stream anfängt. Hallo, hallo Mark, hallo Chucky, hallo Red. Danke für eure Abos. 20 Monate sind ganz schön viel. Hallo Raffi. Ja, guten Tag. Ach Leute. Lang, lang ist's her. Der Stream hat schon angefangen, nur du nicht. Dankeschön. Auch die 23, Alter. Dankeschön. Das ist sehr lieb von euch. Ich habe noch gar keinen so richtigen Plan, was wir heute machen. Nur eine grobe Vorstellung. Das ist schon fast ein Jahr, ja. Genau so ist es. OTT ist Virtual Tabletop. Wenn wir Pen and Paper online spielen, dann benutzen wir einen VTT. Und da könnten wir heute ein bisschen was zusammen vorbereiten, habe ich mir überlegt. Ich muss nur gucken, was, weil ich möchte ja meine Spieler nicht spoilern, die hier auch zuschauen. Und ich habe das Gefühl, ich schreie total, weil meine neuen In-Ear-Kopfhörer Noise-Canceling sind und ich mich selber nicht mehr höre. Sollen die halt weggucken. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das schiebe ich mal hier rüber. Schiebe ich mal darüber. Das kann da laufen. Ja, Noise Cancelling und Mikro ist gerade ein sehr weirdes Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir das lange so machen oder ob ich dann auf die anderen Kopfhörer wechsle. Es fühlt sich sehr weird an. Womit fangen wir denn an? Ich starte erstmal GIMP. Wir werden gleich erstmal ein bisschen basteln. Ich habe extra Transparente geholt. Ach so, zum Abpausen. Oder? Was hast du vor? So. Ach so, ihr wollt ja auch das Programm sehen, ne? Warte mal. Ich muss ja hier alles neu einrichten. Das ist ja ein neuer Rechner. Immer noch. Also nicht schon wieder, sondern immer noch. Fensteraufnahme. Ach so. Oh, Knöppel, zieh nicht abdichten. Ich dachte so Transparentpapier, dass du gleich mit abzeichnen kannst, was wir hier machen. Das ist GIMP, das Programm. Das hätte ich gerne abgegriffen. Okay. Ach, seht ihr schon. Cool. Nett, dass er das direkt reinpackt. So, wir packen es mal andere Ebene. Kriegen wir das noch ein bisschen besser platziert. Nach unten haben wir noch 71 Pixel frei. Das sagt mir OBS jetzt neuerdings. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir schieben es 35 runter. Dann ist es gemittelt. Na schön. Und dann machen wir mich mal wieder kleiner. Jupp. Dann den Chat hier. Hallo. Das geht nicht, dass er 1409 Pixel steht. Das muss eine runde Zahl sein. Ja, das ist okay. Was brauchen wir noch? Musik haben wir. Damit können wir erstmal arbeiten. Ich muss die anderen Kopfhörer nehmen, das geht so nicht. Warte. Ja. Mit USB-Dongle, weil ich habe gelernt, das kann kein Bluetooth, sondern das benutzt Funkwellen, hat mir Raffi erklärt. Haben nicht alle Noise-Cancel-Kopfhörer auch einen Transparenzmodus? Die ich habe hier, die werden nicht offiziell als Noise-Canceling verkauft. Aber dadurch, dass ich mir die in die Ohren stopfe, jetzt höre ich wieder nichts und ihr hört auch nichts, ne? Doch, ihr hört noch. Dadurch, dass ich mir die in die Ohren stopfe, ist mein Gehörgang zu und ich höre nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. I don't know. Ah, viel besser. So, guck mal an.
das gute, gut erhaltene, wenig getragene Sony-Headset. Habe ich nachher wieder blaue Flöckchen im Haar. Ihr sagt mir dann Bescheid, ne? Oh Gott, ist das laut. Besser. Ah, viel schöner. Jetzt höre ich auch wieder selber. Sehr, sehr gut. Also die stopfen halt meinen Gehörgang zu und dann höre ich nichts mehr. Das ist dann beim Reden etwas unangenehm. Ist auch beim Telefonieren komisch. Polster, die nicht ausflocken. Also ich habe auf jeden Fall schon die Polster hier getauscht, weil die haben auch geflockt. Die hatten auch so ein blaues Material. Da habe ich mir schon ein neues geholt. Das ließ sich auch super austauschen. Aber das oben hier am Bügel, das muss ich auch mal irgendwann erneuern. Aber die Musik klingt auf einmal so weit weg und alles ist geräumiger. Sehr großartig. So, ich muss mal kurz gucken. Ich euch einmal kurz Gimp wegnehme. Damit ich jetzt hier nicht spoiler, wenn ich Dateien aufmache. Weil manche Sachen sind ja noch Überraschungen für die Spieler. Und wenn dann schon Namen zu sehen sind, dann wäre das schlecht. Deine Sony haben das auf Windows und Teams macht es irgendwie unabhängig davon an. Ja, das kann auch sein. So, jetzt kann ich euch wieder GIMP anmachen. Zack. Marc wird das schon kennen, was wir hier machen. Das ist nämlich das Wohnheim der Spieler in unserem Pen and Paper Abenteuer. Also Pen and Paper spielt ja in der Welt von My Hero Academia. Und die Schüler wohnen in einem Wohnheim. Auch hier. Ich bin gerade dabei, das neu zu designen. Denn ich habe gelernt, mit dem neuen Tool, das wir benutzen, da kann ich zwar auch die Maps aus den einzelnen Assets Stück für Stück zusammenbauen. Das kostet aber viel mehr Arbeitsspeicher, als wenn ich das vorher in GIMP alles zusammenbaue und wir dann ein fertiges Bild als Hintergrund reinladen. Mit weniger Elementen drauf, die berechnet werden müssen, dann läuft es bei allen noch flüssiger. So, ich brauche mal ein Tastenkürzel. Wo sind die bei GIMP versteckt? Ich habe mir hier noch nichts angepasst. In der neuen Installation. Tastenkürzel, da, Tastenkombination. Raster bitte. Raster anzeigen. Machen wir mal Alt-R. Kann man nicht Alt-R machen? Shift-R. Wird von Drehen verwendet. Ja, ich möchte auch Alt-R machen. Alt-R kann er nicht. Dann machen wir. Ich habe ja auch noch Maustasten. Maustasten erkennt er nicht. Cool. Alt F4. Wir benutzen Foundry Virtual Tabletop. Wir haben vorher MapTools benutzt. MapTool ist aber sehr arbeitsspeicherhungrig. Und nach dem letzten Update hatten wir so Probleme, immer wieder die Verbindung aufzubauen, dass wir nicht denn noch für eine Taste nehmen. Dass wir gesagt haben, wir probieren mal ein neues aus. Steuerung R geht. Okay. Nice. Wir benutzen Foundry. Jetzt seit der letzten Session zum ersten Mal benutzt. Und ich versuche gerade die ganze Kampagne, die wir in MapTool gebaut haben, dahin umzuziehen. Das komplette Homebrew-System neu aufzubauen. Alle Umgebungen nachzubauen. Und das war so meine Beschäftigung die letzten 3,5 Wochen ungefähr. Jede freie Minute verbringe ich gerade damit. Ja, aber es macht mir Spaß. Das ist ja mein Hobby. Das ist ja das Schlimme. So, ich brauche auf dem anderen Bildschirm bitte meine Assets.
Das macht mir ja leider Spaß, mich da reinzufuchsen und das alles zu basteln. Was brauchen wir? Wir brauchen Tische und Stühle und Betten. Was haben wir denn? Das nicht. Bedroom. Oh, die sehen viel besser aus, als die wir vorher hatten. Ich habe auch ein paar neue Assets organisiert. Mal gucken, wie groß das ist. Wenn wir das hier reinknallen. Muss bitte auf eine höhere Ebene. Das machen wir mal dahin. Das ist dann wahrscheinlich genau zwei Felder groß. Würde eigentlich gehen. Ja. Ja. Das machen wir noch ein bisschen größer. Das machen wir mal 250 hoch. Dann ist in Ordnung. Dann drehen wir das Ganze. Und platzieren das. Jetzt muss ich nur mal parallel doch nochmal Map-Tool starten, glaube ich. Seht ihr Gimp auch, wenn es im Hintergrund bei mir ist? Ja, perfekt. So gucken, wie es vorher aussah. Hallo Möhrchen. Hallo Kasa, wir basteln ein bisschen Hintergrundbilder und so weiter für meine Pen & Paper Homebrew-Kampagne. Werden, wenn wir Zeit haben, vielleicht auch noch ein bisschen was zeichnen nachher. Mal gucken. Jetzt warte ich gerade drauf, dass mein anderes Tool aufgeht, damit ich sehen kann, wo genau die Betten standen. Also wir bauen gerade das Wohnheim für die Schüler in unserer Kampagne. Es ist eine selbst gestaltete Kampagne, die in der Welt von My Hero Academia spielt. So, das Programm ist offen. Zeig mir bitte das Wohnheim. Das ist okay, ich finde es super. Ich habe da sehr viel Spaß mit. Zu groß, wenn die noch dran vorbeilaufen müssen. Ne? Wobei, ein Feld haben sie ja hier. Vielleicht ist es doch zu groß. Vielleicht machen wir es doch nur 200. Dann muss es dahin. Beziehungsweise wir machen es ein bisschen größer, dann kann ich es nämlich einfach andocken. Wir machen es mal. Ist das 230? Ja, ziemlich genau. Gut, dann kannst du einrasten. Sehr gut. Ich nehme jetzt deine Meinung an. Ach so, okay. Dann ist gut. So. Okay. Erstmal direkt den ersten Fehler gemacht, da gehört gar kein Bett hin. Da fangen wir hier unten an. Da gehört ein Bett hin. Dann duplizieren. Ich muss erstmal wieder reinkommen in den Flow. Ist dann hier schon ein bisschen gebastelt. So. Denn diese beiden Schüler haben ganz frech ihre Betten ins selbe Zimmer gestellt und wohnen jetzt zusammen. Ohne dass jemand was davon weiß. So, haben wir da drüben natürlich auch noch. Zack. Hier hin. Dahin. Das können wir wieder drehen. Auch das andere nehmen können, aber drehen geht schneller. Das kommt dahin und dahin.
So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist. Bett von William und Bett von Jack. Die hinterher auseinanderhalten kann. Und den Rest würde ich jetzt einfach mal in einer Ebene zusammenfügen. Naja, das war eine zu viel. Die nennen wir dann siebte Stock. Wir die schon mal. Eins von denen ziehe ich mir noch mal und nehme es mit runter ins Erdgeschoss. Achso, und Marc wird sich vielleicht freuen. Es gibt jetzt einen Aufzug. Jetzt kann das ganze Internet das sehen. Nee, es wohnt tatsächlich immer einer. Du hast, also pro Wohneinheit hast du, hier ist der Flur. Und dann hast du hier die Eingangstür. Da ist dann jeweils das Bad. Und wenn du hier reinkommst, dann hast du hier Wohnbereich, Küche und einen kleinen Balkon. Und da ist natürlich eine Wand dazwischen. Sieht man nur nicht so gut, wenn das Gitter an ist. Hallo, San. Das sind echt krass luxuriöse Zimmer. Kann man sich echt gut gehen lassen. So, das nennen wir jetzt Erdgeschoss, Betten. Und das holen wir nach unten. Nee, das war das Falsche. Genau das, was ich nicht wollte. Die Güte. Das ist auf der Seite richtig. Dahin. Die Fenster duplizieren. Kommen die auch noch mal dahin und duplizieren. Drehen und dahin. Auch zusammenfassen, die werden nicht mehr groß geschoben. Dann haben wir die Betten auch drin. Sehr gut. Es wird. Wohnungen, die kleiner sind. Ja, das sind kleine Mini-Apartments quasi. Ist halt eine Elite-Akademie, ne? Was hatten wir noch drin stehen? Schreibtisch und Stuhl. Fangen wir doch mal damit an. Woran neid? Liegt ihr denn für einen Schreibtisch, sag mal? Glaube ich, die genommen, ne? Die Holztische. Und dann nehmen wir Darkwood, weil das ist ein schöner Kontrast zum Boden. Ich finde es immer wieder faszinierend, wo Gimp die Sachen erstmal hinpackt. Gucken wir mal. Dahin, die Betten können auch unter die Wände. So. Erstmal gucken, auf welche Größe wir die packen. Guck mal, die können wir sogar schon so skaliert lassen im Prinzip. Ist gar nicht verkehrt. Warum ist sie denn so Elite? Hintergrund ist von der Story her. Hallo Selina. Hintergrund von der Story ist, wir spielen nicht in Japan, sondern wir spielen in der EU. In London, um genau zu sein, ist unsere Akademie. Und die EU möchte nicht länger hinter Amerika und Japan anstehen, was das Heldengeschäft angeht. Und deswegen haben sie eine Offensive gestartet und haben drei Elite-Schulen gegründet in Helsinki, Brüssel und in London. Und da werden jetzt die Besten der Besten
zu Helden ausgebildet. Und auf eine dieser Schulen gehen unsere Spieler. Wir könnten Massen an Londoner wohnen. So, wo packen wir den Tisch hin? Der kann eigentlich da in die Ecke, oder? Ja, da macht er sich ganz gut. Dann kriegen jetzt alle hier ihr Tischchen. Ebene, das macht das Kopieren leichter. Einmal das Ganze. Achso, ihr seht die Menüs gar nicht, ne? Das ist ja blöd. Vertikal spiegeln. Ach, weil das. Das ist ja doof. Dachte, ihr seht auch das Dropdown-Menü in GIMP. Runden Verein. Das nennen wir. Siebte Stock, Schreibtische, duplizieren. Einmal runter ins Erdgeschoss, bitte. Erdgeschoss, Schreibtische. Und alles schön auf eigenen Ebenen lassen, dass wenn man in Zukunft was verändern will, dass man nicht wieder alles auseinander basteln muss. So, im Eingangsbereich müssen natürlich keine stehen. So. Müsst ja keine Menüs sehen, sondern das Bild. Das stimmt. Das ist wahr. Die Besten der Besten, ich bin dann mal weg. Ach, Selina. Schön, dass es dir besser geht übrigens. Na, hier, ihr kriegt... Nein, den nicht. Ihr kriegt auch noch einen wunderschönen Schreibtischstuhl natürlich. Sind wir im Erdgeschoss? Wir sind im Erdgeschoss. Wir fangen aber lieber wieder oben an. Auskürzen ist immer leichter, als dann hinterher nochmal reintun. Oben. Der wird natürlich gedreht. Der muss unter den Schreibtisch. Und der kommt. Ach guck, jetzt ist es natürlich doof, wenn der Schreibtisch nicht mittig steht, dann ist es schwieriger, sich da dran zu setzen. Habe ich nicht bedacht. Alles klar, San. Danke fürs Vorbeischauen. Einen schönen Nachmittag. Ja, das ist jetzt blöd. Aber wie müsste der stehen? Müsste der hier irgendwie so halb dazwischen stehen, ne? Ja, wir schmeißen die Schreibtische nochmal raus. Wir schmeißen die Schreibtische raus. Ja. Und dann gucken wir noch mal. Hallo John. Grüß dich. Zum Wochenende. Den hatten wir, ne? Na gut. Okay, wenn er da stehen soll. Dann muss der auf jeden Fall 500 haben. Drehen. Weil dann kann ich ihn wieder einfach hier andocken ans Raster. Ja, das ist besser. So, die können aber theoretisch jetzt in eine Ebene. Dann schreiben wir da Stuhl plus Schreibtisch. Und dann duplizieren wir den einfach. Dann halt so.
wehe, jemand will den Stuhl anders stehen haben, dann hat er Pech. Ebene spiegeln. Unten. Dann noch einmal fürs Erdgeschoss mitnehmen. Und natürlich wieder im Empfang. Aus. Ferien? Wo sind denn Ferien? In welchem Bundesland jetzt? Hä? Davon weiß ich nichts. Ferien? Ach. Ach, die sind überall durch. Jetzt mal sehen. Keine Ahnung. Eine Fußmatte wäre noch nett, ne? Muss nur die richtigen Assets finden. Ich habe jede Menge Ordner, die durcheinander sind. Aber ja, zum Glück eine Suchfunktion. Nicht. Das sind auch Teppiche, das sind keine Fußmatten. Wo sind denn die doofen Fußmatten, sag mal? Ach. Muss jetzt echt gucken, wie die hießen. Sehr schlimm. Dass ich das noch nicht gelöscht habe hier. Da. Wie hieß denn die Fußmatte? Dormet mit Unterstrich. Na, super. Dafür muss ich auch nicht sagen, ich habe keine Kinder. Ja, same. Könnte wohl daran liegen. Die ist doch schön. Machen wir die noch ein bisschen größer. Ja, easy. Drehen wir so noch. Guck mal, ist doch schön direkt an der Tür platziert. Keine Kinder auf den Schulhöfen oder auf dem Heimweg. Daran merkst du das. Verstehe. Achso, auch nochmal für Selina und John. Ihr bekommt jetzt einen Fahrstuhl. Weil sich so viel beschwert wurde, wurde der eingebaut, überdacht. Was? Wenn man genug meckert, dann kriegt man, was man will. Wohnheim. Hat man noch drin stehen? Mülleimer. Die Küche hat noch keinen Mülleimer. Das geht natürlich nicht. Trash. Was haben wir denn an Trashcans? Die ich letztes Mal hatte, wurden nicht immer als Mülleimer erkannt. Sind alle ein bisschen klein. Die Trashcans in Blau und Grau für Mülltrennung. Das ist doch eigentlich gar keine doofe Idee, oder? Schmeiß das mal rein. Was, Sladi? Handtuch, wer einen Schreibtisch hat, der größer ist als Bett?
Das muss alles so sein. In der Straße parken häufiger Autos, um Kinder abzuholen. Ja, ihr habt alle einen Aufzug. Ihr dürft den alle benutzen. Nicht nur Mark, nicht nur John, nicht nur Selina, sondern alle. Ruhig deinen Schreibtisch mit Etagen. Ah. Schön. Trashcans wollte ich machen. Da waren wir. Kommen wir erstmal nach oben. Fangen wieder oben an. Hier bei Ofenspül. Hier über dem Kühlschrank. Da passt das doch. Der muss auch ein bisschen kleiner skaliert werden. Reicht locker. Leider. Ja, besser. Würde ich den, obwohl die Ebene auf 200. Dann passt er nämlich hier schön in die Ecke. Ganz. Nein. Ebenengröße 200, aber etwas zentrierter hinstellen. Ja, das geht doch. Ich denke schon, John, dass alles klappt. Das werden wir merken am Sonntag, ne? Ist ja doof, wenn nicht. Die Abfalleinwände leer oder gibt es was Wertvolles? Und auf einmal, was die Leute reinschmeißen. Das einen Müll und so. Ebene duplizieren. Spiegeln. Beziehungsweise lieber nicht spiegeln, sondern drehen, damit auch die auf der gleichen Seite sind. Zack. Und das Ganze nennen wir siebte Stock. Ganze nochmal fürs Erdgeschoss. Das war der Boden, den wollte ich nicht wegnehmen. Ich wollte Mülleimer mitnehmen. Nicht den ganzen Fußboden. So. So. Und hier vorne wieder raus. Unten. Da. In Mülleimern ist durchaus mal was Interessantes drin in Pokémon, aber viel zu selten. Viel, viel zu selten. So, was haben wir noch? Noch ein paar Kommoden und Schränke. Ach so, und wir hatten natürlich noch da den Stuhl stehen. Table Square Wood war das, okay. Den soll es natürlich auch wieder geben. Wie ist die Musik eigentlich? Ist die zu laut oder geht das? Ihr sagt Bescheid, wenn euch irgendwas stört, ne? Im
mal wieder Wood Dark, aber welche Form vom Tisch? Der ist doch ganz hübsch. Und gleich wieder auf die richtige Ebene bringen. Was sehen Sie jetzt gerade, Sir? Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt? Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald. Schon bald, liebe Leute. Ja, ganz ohne Musik wäre es halt ein bisschen sehr einsam, aber für mich. Steht der einfach hier so an der Wand oder rücken wir den ein Stück davon ab? Nein, der kann ruhig an der Wand stehen, ne? Das ist nicht schlimm. Und der Schreibtisch ja auch. Zweifel. Den brauche ich theoretisch gar nicht drehen, aber ich mach's mal, was ist halber. So. Zack. Siebte Stock. Tische. Tut euch keinen Zwang an. Wenn ihr lieber eure eigene Musik hören wollt und meine eh zu leise ist, dann haut rein. Ich bastel hier so ein bisschen vor mich hin heute, ganz entspannt. Heute völlig ohne Hetzen. Stühle. Stühle brauchen wir auch. Soll natürlich passend dazu sein. Oben, wir fangen da an. So, jetzt ist natürlich das mit dem Dransitzen wieder schwierig, aber hier werde ich die Tische nicht anders machen. Der kommt unter die Tische. Hier. Den. Dahin. So, der obere, den machen wir noch. Gehen wir mal oben. Keine Ahnung, 3 Grad. Bin fein. Den unteren. Ihr habt doch ja auch ein Tool zum Drehen, ne? Das da. So. Verein. Duplizieren. Meine Lieblingsfunktion. Dann das Ganze spiegeln. Plopp. Oben ist da dran stehen, ne? Ja. Binden, duplizieren. Nope. Das da. Binden, duplizieren. Spiegeln. Nope.
Falsche Spiegeln. Richtige Spiegeln. Oh. Dort. Raus. In 2 Wochen ist was? Was passiert in 2 Wochen? Tisch schon wieder hier. Niemand will den Tisch mitnehmen. Also geht's bei euch mit Pen & Paper in 2 Wochen weiter, oder? Pokémon, ja, das ist in 2 Wochen. Das steht hier auch ganz groß auf dem Plan. Was habe ich denn jetzt gemacht? Da passt aber was nicht. Wie habe ich die denn geschoben? Wir spielen natürlich auch am Release-Tag hier. Ich habe mir extra Urlaub genommen dafür. Das nicht. So? Gehen die oben auch so weit auseinander? Tatsache. Okay. Ein Stück näher dran. Aber gut. Wenn das hier auch so gemacht haben, wird das wohl richtig sein. So. Kann man machen. Karmesin habe ich mir vorbestellt. Meine Frau will Scarlet spielen, also Violett spielen. Purpur. Nee, was haben wir denn? Karmesin und Purpur, welches ist welches? Doch, Karmesin ist rot, ne? Ja. Dann nehme ich Karmesin und meine Frau den Purpur. Immer blau. So. Kommoden. Commodities fehlen noch. Cupboard und Nightstand hatten wir da und Wardrobe. Okay. Machen wir alle 3 Möbel auf einmal und verteilen die dann? Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne? Cupboard, Wood, Dark. Da oben an. Achso, ich muss auch Enter drücken, damit er sucht, ne? Funktioniert das bei Windows nicht. Hier passendes Stück zum Tisch. Warum auch immer er das in die Mitte packt. Dann Wardrobe und Nightstand. Wardrobe nehmen wir diesen. Und Nightstand. Hier mit der Schublade. Das ist doch fein. Ich mache es davon abhängig, ob vorher rauskommt, wie die Starterentwicklungen sind. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit bewusst von allen News ferngehalten, aber das werde ich mir vorher nochmal angucken. Weil wenn der Grasstarter auf allen Vieren bleibt, dann nehme ich den. Ansonsten nehme ich wahrscheinlich die Ente. Glaube ich. Da auch hin. Schön an den Eingang.
Der Nightstand. Okay, jetzt sollte ich vielleicht in der anderen Wohnung machen, wo auch ein Bett ist, ne? Um das besser planen zu können. Warte mal. Machen das mal hier. Nightstand da unter. Den da unter. Ach, warte mal, hier sind auch falsch rum, ne? Ja, wir gucken. Das nach links drehen. Aber so ist es nicht am Raster, ne? Machen wir die Ebene mal 50 Pixel breiter. Da führt ein Versatz von 50 rein. Dann kann ich es nämlich hier auf rechten Seite an. Nope, kann ich nicht. Okay. Wie breiter muss er denn dann sein? 100 mehr mache, ist er da. Das ist zu viel. Breiter? Richtig? Ja, 75 breiter. Schalter spielt keine Rolle, wird eh geboxt. Hallo, du sollst deine Pokémon nicht boxen. Du sollst deine Pokémon lieb haben. Denen nicht wehtun. So, da muss ich dann oben mit dem Doppelbett gucken. Das ist ein bisschen rücken. Aber die haben ja eh ihre eigene Sondergeschichte am Laufen. Dann machen wir hier die Ebene auch mal größer auf 275. Nimm die nach rechts. Da macht er sich, glaube ich, besser. Und dann machen wir den hier in den Eingang. Und der kann aber dann um 25 kleiner, damit der passt. So wird ein Schuh draus. Kann ich den nämlich jetzt hier hinstellen. So. Oh nein, das wird mich so einholen. Das wird mich so einholen. Ah. Die Entwicklung mir nicht zusagen, kommt das Krokodil auch in die Box und das wird ein anderes Knuffiges genommen. Ja, die Option hat man immer. Keine Ahnung, aber ich werde es wohl auch nicht gleich kaufen. Was? Könnte ich nicht. Nicht bei Pokémon. Stört uns das? Oh, jetzt habe ich den Chat resettet anstatt hier. Hoppala. Ich hatte auch mit Schwert und Schild eine Menge Spaß. Stört uns das, dass der hier nicht zentriert steht? Möchten wir den lieber zentriert haben? Ja, ne, das sieht besser aus. Besser. Ja, Chucky, du bist raus. Die Open World wird dir keinen Spaß machen. Ich glaube, die Open World wird gar nicht so Open World, wie sie es verkaufen. Und auch diese Geschichte mit den drei großen Stories, aus denen du frei wählen kannst. Ja, die drei Stories hast du immer. Du hast immer ein Gegnerteam, du hast immer die Liga und du hast immer einen Sideplot. Sei es Schönheitswettbewerb oder sonst was. Es ist dasselbe in Grün, nur dass du dir jetzt die Reihenfolge aussuchen kannst. Ich glaube, da hypen sie die Features ein bisschen fürs Marketing höher, als sie wirklich sind. Das ist wahr. So, das vereinen wir jetzt hier mal und nennen das Möbel. So,
Ohren spiegeln und nee, nicht die, sondern die. Komm dann darüber. Das ist die richtige Einstellung, Chucky. Damit kannst du kompensieren. Einverstanden. Ich denke, davon wird es sehr viel hier geben auf dem Kanal wieder. Dahin. Das jetzt noch doppeln. Dann müssen wir nur gleich den einen Wardrobe ein bisschen schieben. Aber dann haben wir es schon. Nice. Die würde ich jetzt einmal vereinen, wieder in eine Ebene. Schieben machen wir gleich. Erdgeschossmöbel. Achso, halt. Wieder zu früh. Uns erst bewegen. Sonst erwischen wir dann nur die anderen. Ja, so. Warum ist die Musik so unentspannt? But why? Fleißig Namen ausdenken. Beim ersten Durchgang mache ich das nicht. Da werden die keine Spitznamen bekommen. Weil das habe ich bei Schwert und Schild gemacht. Und ich kann mir bis heute nicht einen Namen der Schwert- und Schildmonster merken, wie die wirklich heißen. Das war nicht clever. Oh, ich habe die Betten hier falsch gestellt. Kann das sein? Gehen die anders als oben? Die stehen einen zu weit oben. Wir müssen einen weiter runter. Wait, das können wir ändern. Wie sieht's denn hier aus? Da sind die auf dem Strich und auf dem Strich. Da passt. Da nicht. Ich das gemacht? Das hingekriegt. Dass der eine passt und der andere nicht. Weiß man nicht. Spitznamen? Nee, beim ersten Mal muss ich Namen lernen. Aber dann passt hier alles nicht mehr mit den Möbeln. Kann ich die Betten nochmal rausschmeißen? Irgendwas passt da nicht. Aber hier auch nicht. Warum ist denn der Schrank so schief? Hier passen doch alle, ne? Das Ding steht auf allen Vieren. Nee, du das nicht. Da steht's nicht mittig. Da auch nicht. Da auch nicht. Alter. Kann so nicht arbeiten. Und erstmal nochmal die Betten neu. So waren die Betten. Das eine, das können wir dann drehen und das kommt an die Stelle, wo das einzelne muss. So. Das passt, ne? Ja. So, das sind die Betten
Erdgeschoss. Ja, Monk does not approve. Monk ist sehr unzufrieden. Das geht nicht. Muss symmetrisch sein. Wo kommen wir denn da sonst hin? Ja, der passt nicht. Keiner hat einen Ton gesagt, weißt du? Gehen den jetzt vernünftig platziert, sag mal. Neue Ebene. Ebene auf Inhalt, Ebenengröße. Sagen gesagt 500 hoch, ne? Zentrieren. So. Wo ist er noch falsch? Da ist er falsch. Und da ist er falsch. Und da ist er auch falsch. Mein Gott. Eine Schlamperei. Hier kriege ich ihn so ausgemittelt, aber... Jetzt stehen die drüber. Das kommt hin. Wie weit er jetzt von der Wand weg ist, da bin ich nicht so pingelig, aber er muss mittig auf jeden Fall stehen. Die beiden. Warum habe ich die jetzt schon zusammengeführt? Das weiß man nicht, ne? Besser. Denn den brauche ich ja noch mal einzeln. Da hinten. Und noch mal. Spiegelt oder dreht. Da. So, dann können wir die nämlich noch mit runternehmen. Dass man da so furchtbar unordentlich arbeitet. Nee, den wollte ich nicht bewegen. Den hier. Viel besser. Das passt es auch mit allen Betten. Jetzt sind die aber hier nicht auf einer Höhe. Was ist denn das? Ja, auch nicht. Nee. Och, Leute. Das geht doch nicht. Warum passt das nicht? Ist der Abstand zwischen Nightstand und Bett unterschiedlich? Das geht nicht. Tut mir leid. Wir müssen da noch mal ran. Es funktioniert einfach nicht.
Kann so nicht arbeiten. Hallo Sanity. Ja, Red greift durch. So, wir fangen mal hier an. So, was haben wir da gemacht? Wir hatten den gekürzt um 25, ne? Ist das richtig? Ja. Dann geht er so zum Bett. Das Bett steht ein bisschen über der Kante hier von der Linie. Das ist auch einheitlich, wie es aussieht. Haben wir das da auch? Ein bisschen über der Kante. Ein bisschen über der Kante. Okay, das passt. Ausnahme ist natürlich wieder die Doppelwohnung, aber... Ja, das bin ich, Gamepad Ranger. Hi, herzlich willkommen im Wochenende und hier auf dem Kanal. So, Wardrobe auch mal wieder, den Schrank. Transformation, den... Bildgröße oder Ebenengröße. Wobei, der passte, ne? Den brauchte ich gar nicht anpassen. Ah, wobei. Wir könnten den anpassen. Machen ihn mal 25 höher. Und dafür 10 kürzer. Also höher und weniger breit. So, Maler. Und dann 10 passen nicht. Aber die 25 können wir schon mal machen. Also 70. Zack. Was dann nämlich daneben? Nur die Frage, wie hoch macht man den? Mach ihn mal 125. Ist er direkt da dran grenzt? Das ist doof, ne? Das gefällt mir selber nicht. 450, er kann ruhig ein halbes Feld Abstand haben. Ja, das gefällt mir besser. Und was fehlt denn noch? Wardrobe, Nightstand und... Was war das dritte, was wir hatten? Cupboard. Cupboard. Wo ist es denn? Da. Cupboard. Und da hatten wir den genommen, ne? Ja. Bei dem hatten wir die Größe auf 500 erhöht. Pixel von 400. Und wir hatten ja auch 25 rausgenommen in der Breite, ne? Also jetzt kann ich den hier am Raster andocken, dann ist er da mittig. Cool. Jetzt führen wir die drei zusammen. So, dann haben wir siebte Stockmöbel für ein Zimmer. Und damit das jetzt vernünftig ins Raster passt, machen wir einfach die Ebene größer. Auf 600 mal 800, dass wir immer volle Rasterfelder haben. Dann kann nichts mehr aus Versehen verschoben werden. Wir den jetzt duplizieren und spiegeln.
Dann müsste das ganze Haus gespiegelt. Entschuldigung. Keine Absicht. Wenn wir das jetzt spiegeln, dann müsste das doch perfekt hier hinpassen. Bündig abschließen. Ja, guck mal. Ah, ist doch viel besser. Einmal vertikal spiegeln. So, wie gesagt, hier, da räume ich gleich auf bei den beiden. Das ist hier eine Sonderlösung, die die haben. Erstmal geht jetzt alles richtig. Mein Gott, was für eine schwere Geburt. Oh. Erdgeschossmöbel. Auf. Nein. Nein. So. Zack. Quote 42 ist bei mir, glaube ich, ein anderer als bei den Brüdern. Aber nie verkehrt. So, guck mal, das sieht doch schon fast aus wie Zimmer, ne? Was fehlt jetzt noch? Achso, ich wollte da oben noch aufräumen. Die haben mir ihre Möbel geschoben. Die frechen Leute. Bringen mir hier meine ganze schöne Ordnung durcheinander. Irgendwas mit Holz. Ach ja, der Mark. Hieß er noch Lord Previous. Oh, das mache ich immer. Wenn man sich darauf konzentriert, dass man denkt, okay, ich darf jetzt den Knopf noch nicht drücken, ich darf ihn noch nicht drücken. Mist. Es passiert mir immer. Ich glaube, es geht gar nicht anders. So. Dann haben wir das und das und das. Fehlt noch irgendwas aus der alten Bude? Ich gucke nochmal gerade schnell. Wir haben das Bad, wir haben die Küche mit Kühlschrank, Spüle und Herd. Mülleimer. Esstisch mit zwei Stühlen dran. Schreibtischstuhl. Bett. Schränke. Das sieht doch schon mal ziemlich vollständig aus. Was jetzt hier noch fehlt, ist natürlich erstmal, man läuft ja nicht übers Gras, sondern man geht da ja über den Weg zur Straße. Also wir müssen jetzt mal in unseren Ordner gucken nach Texturen. Cobblestone ist immer schön. Was haben wir denn an Cobble? Cobblestone. Das könnte man machen. Haben wir noch irgendwas Helleres, was Freundlicheres? Boah, hier, das ist doch nett. Wie groß ist das? War jetzt gar nicht so viel zu groß. Drehen wir.
Das skalieren wir noch ein bisschen. Oh, Tatsache, das passt schon. Das kann dahin, dann müssen wir... Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Dann nehmen wir es einmal mit. Nach. Da. So, und dann... Don't worry, ich habe einen groben Plan. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen kleiner machen, weil von oben ist es natürlich nicht mehr ganz so groß zu sehen. Wobei, wir sind ja schon ziemlich hoch im siebten Stock, ne? Da können wir es noch ein bisschen kleiner machen. Machen wir mal in Hälfte. So. Mal das Ganze ein bisschen unschärfer, so wie das Gras auch. Dann nehmen wir das nochmal mit. Packen das ganz oben hin. Eine Überraschung, es geht oben noch weiter. Zack. Mal das nochmal ein bisschen kleiner. Ah, gut, 200 müssen wir es lassen. Und nochmal den Weichzeichner drüber spülen. Und dann haben wir doch fast eine Illusion von Höhe. Crazy. Was wird geschehen? Ach so, mit dem Angeln. Ja, immer. Wie gesagt, geht mir ganz genauso. So, was fehlt noch? Ach so, hier unten. Den können wir ruhig nehmen. Der kann aber ruhig auf Erdgeschosslevel, damit ich ihn wiederfinde. Hier zu der Türmatte. Ein Tisch. Und den drehen wir. Platzieren ihn hier schön mittig. Da kommt natürlich noch ein passender Stuhl dazu. Den drehen. War gut. Zack. Und was haben wir noch so an Deko, die wir zupacken können? Ja, sowas ist immer gut. Oh, bin ich zu klein. Leitung oder sowas. Stimmt. Muss es nur finden.
Das sind Speisekarten, die helfen uns nicht. Newspapers. Gucken wir doch in den Ordner mit Newspapers. Ja, komm, die kriegst du. Wunderbar. Da noch auf dem Tisch, wird ein bisschen angedreht. Fein. Und last but not least. Gut, der ist vielleicht ein bisschen groß. Besser, ne? So, da kann dann jemand am Empfang sitzen. Ja, das ist für unser Pen and Paper. Wir spielen online mit Foundry. Und das ist die Hintergrundmap. Ich ziehe gerade das ganze Pen and Paper um von Map Tool zu Foundry. Und dafür mache ich alle Maps einmal neu, weil ich die vorher in Map Tool einzeln aus den Assets zusammengestückelt habe. Für Foundry bereite ich die jetzt als Hintergrundbild vor, dass man die einfach reinladen kann. Und das hier ist das Wohnheim der Schüler der Heldenakademie. Was braucht man denn hier noch? Die haben hier Briefkästen. Was hat man noch so am Empfang stehen? Gute Frage, ne? Aber Pflanzen wären nicht schlecht. Sind die klein? Habe ich die auch noch in groß? Ja, aber... Überwachungskameras. Könnte man auch noch machen. Ist vielleicht gar keine doofe Idee. Okay, du bist ein bisschen groß. Hälfte reicht auch. Oder machen wir zwei Drittel. Ein Drittel ist ein Kompromiss. So. Duplizieren. Dahin. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Pflanzen? Ich sehe keinen. Cool. Eigentlich gibt es auch gar keinen. Und oh, den kann ich glaube ich schon so lassen, ne? Weil der muss gar nicht kleiner. Geht. Habe ich Kameras? Ich gucke mal, ob ich Kameras in meinem Asset-Ordner habe. Tatsächlich. Aber nicht so viele Modelle zur Auswahl. Da müssen wir uns mit dem hier behelfen. Aber das geht, glaube ich. Damit kann man arbeiten. Das machen wir mal. Drehen wir einmal. Würde ja idealerweise irgendwo zum Eingang zeigen, ne? Heißt, die müsste irgendwo hier angebracht sein. Und dann... So. Muss das natürlich noch ein bisschen an die Wand ranpacken. Weil die natürlich nicht schwebt.
Ja, ich glaube, das passt. Hier ist mir noch zu leer bei den Briefkästen. Da noch irgendwie ein Tisch, wo Pakete drauf abgestellt werden oder so? Aquarium, eine Couch-Ecke mit Pflanzen. Habe ich ein Aquarium? Ein Aquarium-Asset, vielleicht Fischtank? Oder irgendwie noch was mit Fisch? Einzelne Fische habe ich und Angeln, Fishing Rods. Couch-Ecke mit Pflanzen? In einem Wohnheim vorne, beim Briefkästen? Ja, wobei, vielleicht ist das gar nicht doof. Dass wenn man jetzt hier jemanden besuchen will und der ist nicht da, dann kann man hier vorne beim Security-Mann quasi warten. Aber das macht bei den Briefkästen keinen Sinn. Ist halt nur so leer. Oder wir schmeißen einfach einen Teppich hin. Komm. Suchen uns einfach einen passenden Teppich aus und dann hat sich das. Ein Wohnheim mit Empfang, ja. Ich voll in der Lounge, Quatsch. I don't think so. Haben wir hier blau und rot irgendwas? Ja, guck mal, das ist so wunderschön. Wie groß ist der? Kleiner als ich dachte. Den hätte ich mindestens doppelt so groß erwartet. Aber die ich habe, sind alle nicht viel größer. Okay, da müssen wir ein bisschen improvisieren. Ja, geht. Reicht für unsere Zwecke. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben das Erdgeschoss, wir haben den 7. Stock, wo die Schüler wohnen. Und wir haben Geheimnisse auf dem Dach. Fein, fein. Dann speichern wir das Ganze mal. Und dann exportieren wir das Ganze mal, damit wir es auch benutzen können. Wohnheim.jpg bitte. Er arbeitet dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie groß das Ding ist. Eieiei. Also, die Rohdatei in GIMP ist 285 MB. Das JPEG geht, das hat schlanke 13,5. Das ist in Ordnung. Damit kann man doch arbeiten.
Meine Playlist ist ausgegangen. Hat sie einfach in eine andere arrangiert. Das ist aber nicht nett. Einfach heimlich gemacht, ohne mit mir das abzusprechen. Frech. PNG und WebP wird größer sein als JPEG. Auf jeden Fall. Also WebP vielleicht nicht, aber PNG wird mit Sicherheit größer sein als 13 MB. Wenn man es in einer vernünftigen Auflösung speichert. Da würde ich sogar Geld draufsetzen. Allein das Exportieren dauert schon 8-mal so lange. Läuft immer noch. Immer noch. WebP ist ja im Prinzip nur JPEG mit einer besseren Komprimierung, ne? Im Prinzip. So, das PNG hat 35 MB. Ja, nope. Direkt ab in den Papierkorb. Kann GIMP als WebP speichern? Das habe ich noch nie probiert. Hast du das? Sache. Mach mal 90% Bildqualität. Die ausprobiert. Ich weiß, dass Foundry auf jeden Fall WebP auch eröffnen kann als Hintergrundbild. Weiß natürlich nicht, wie es mit der Größe aussieht. So, wir könnten das gleich, ja, wir müssen es gleich nochmal exportieren. Wir könnten es noch vernünftig benennen, ne? Welche Ebene was ist, dann brauche ich das nicht im Spiel machen. Machen wir noch schöne Labels dran. So, WebP ist 8 MB. 8,3 statt 13,5. Ja. Ich meine, ist heutzutage jetzt kein großer Unterschied, ob du 13,5 oder 8 hast, aber ist schon in Ordnung, ne? Ich glaube, das wird jetzt in der Leistung, wenn ihr bei mir connected seid, nicht den Unterschied machen. So. Ich mach mal hier das Schrifttool auf. Wie hieß denn die Schrift, die ich brauche? War das irgendwas mit Mono? Nee. Oh Gott, wie hieß sie denn? Jetzt muss ich mal suchen. Ihr seht das nicht, dass ich hier scrolle, ne? Nee. Wie hieß die Schriftart? Comic Sans möchtest du gern? Kann man für dein Zimmer nehmen. Wenn du möchtest. Frag mal schnell Google. Futura Display. Futura Display, da ist sie doch. Oder? Ich glaube, doch tatsächlich
Ach, das seht ihr wieder eh nicht, wenn ich was öffne, ne? Hätte ich vorhin gar nicht ausblenden brauchen. Jetzt muss ich doch mal gucken. Nach dem Logo. Users. Ich. Da. Da. Ordner muss ich mir vielleicht mal. Als diese Speichern. So. Wo ist es denn? Nee, das nicht. Ja, ich muss mal die Farbcodes kopieren. Ich hätte gern einmal den und einmal den. Ja. So, Futura Display. Größe müssen wir mal gucken. Viel größer. Achso. Wir sind wieder irgendwo, nur nicht da, wo wir sein wollen. Viel größer muss es sein. Okay. Nein, nicht den Boden verschieben. Wie groß brauchen wir das? Wie groß ist denn 100? Wollte ich nicht. Also bei 100% Pixelgröße wäre es so, bei 50% Zoom so. 25 kann man es auch noch lesen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Trian. Und dann machen wir einen Y-Versatz von minus 100, ne? Mal einen frei im Raster. So. Geschosskopie nehmen wir mit. Erst mittig und dann geben wir es von da aus passend. Alle ansehen. Mehr Musik. Wunderbar. Siebter Stock. Das können wir jetzt manuell ausmitteln. Da lassen wir hier einfach ein Ding frei. Kann nicht perfekt sein an der Stelle. Das reicht locker. Und zip. Dach. Doch, jetzt nervt es mich, dass das nicht gleich ermittelt ist. Ah! Nope, das ist da. So. Wo ist die Ebene, die ich erstellt habe? Ganz oben. Da ist sie. Ach so. Wenn der innere Monk zu groß wird, ne? Da.
man sich anders behelfen. Hatte ich den hier schon von der Breite her gemittelt? Ja. Very gut. Neue Ebene, Text Background. Dann machen wir hier einfach Pfad aus Text. Auswahl vergrößern. Machen wir mal um 5 Pixel. Ein wenig, ne? Machen wir 7. Hier gleich noch einen schwarzen Rand. Pfad aus Text, Auswahl vergrößern, Blob. Und auch da, Pfad aus Text, Auswahl vergrößern. Nochmal schwarzen Rand rum und auch da. Nope. Falscher. Durch die Textebene versehentlich umgewandelt in was, was ich nicht wollte. So, wiederholen, füllen. Okay. Start aus Text. Größern, 9, füllen, fein, jetzt ist auch noch eine Außenlinie. Marc ist nicht zufrieden, Marc ist unzufrieden. Warum ist Marc unzufrieden? Weiß man nicht. Ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Achso, aus Versehen und Ebene. Entschuldigung. Ja, ich glaube, dann sind wir damit soweit durch. Das hier können wir zumachen. Speichern nochmal, exportieren nochmal. Wir können das ja mit WebP mal probieren, ob das dann hinterher gut funktioniert in Foundry. Exportieren nach Wohnheim WebP. Während er das macht, hydrieren wir ein bisschen. Ich mal gucken, wie ich das jetzt in Foundry mache, wie wir da das einbauen können, ohne dass ich zu viel Spoiler von dem, was ich schon da eingebaut habe, was die Spieler noch nicht aus meiner Spielleitersicht sehen sollen. Das wird jetzt spannend. Erstmal muss ich eine neue Szene anlegen. Die nennen wir Wohnheim. Der Rumpel kann ich jetzt auswählen. Ich weiß, ihr seht noch nichts, macht euch keine Sorge. Das muss quasi so.
gleich los. Das Ganze ist wie groß? 6000 mal 11.000 Pixel. Beleuchtung an, allgemeine Beleuchtung, Figurensicht. Passt. Das drüberlegen hilft halt nicht. Ja, ich weiß. That ist mir bewusst. Deswegen muss ich gucken, was ich offen lasse und was nicht. Es gibt ein paar Sachen, die sollen die Spieler noch nicht unbedingt wissen. Oh. Okay, es geht. Wie zum Beispiel, das soll weg, das soll weg. Und da muss ich aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen draufklicke. Okay, erstmal machen wir jetzt hier GIMP zu. Das macht schon mal wieder sehr viel Arbeitsspeicher frei. Und dann machen wir ein Fenster für Foundry. Da ist es schon. Ihr seht schon was. Aber ich will nicht den ganzen Bildschirm abgreifen. Mach mal abbrechen. Ich wollte eigentlich nur eine Fensteraufnahme machen, nicht eine Bildschirmaufnahme. Ja, das finde ich besser. Und dann dahin. Muss man natürlich auch wieder mittig legen hier. So. Wunderschön. Enjoy. Wir können auch gehen. Nein, Quatsch. Dann würde ich es ja nicht hier im Stream machen. So, was wir jetzt nämlich noch machen müssen. Also wir haben eine neue Szene erstellt. Das ist unser Wohnheim. Und was wir noch machen müssen, ist Wände einzeichnen, damit die Spielfiguren dann auch entsprechend nur da lang laufen können, wo sie lang laufen sollen. Zum Glück ist das Wändezeichnen hier relativ simpel. Man muss ein bisschen gucken, dass man es gerade macht. Das war zum Beispiel schief, weil ich zu großkotzig bin und meine, ich könnte das so weit rausgezoomt machen. Geht natürlich nicht. So, und ich muss, glaube ich, irgendwas anderes mal ausmachen, weil performance-technisch hakelt er ein bisschen hier. Warte mal. Was habe ich denn noch offen? Map-Tool kann ich erstmal ausmachen. Das brauche ich gerade nicht mehr. OBS lasse ich mal lieber an, ne? Das könnte sinnvoll sein. Aber, wir wollen überall hin. Nein. So. Oder? Ne, komm, wir machen es vernünftig. Wir machen es vernünftig, habe ich gesagt. So, wir setzen Notenpunkte entsprechend. Es ist nämlich hier leichter, die Abzweigungen zu ziehen. Zack, zack, zack. 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 Und so baut man sich seine Karten zusammen. Einfach zum Geist. Ersatzcharakter ist noch gar nicht. Ja, Marc versucht ja immer, sich umzubringen, aber bisher ist ihm das noch nicht geglückt.
Das ist auch so ein bisschen Zen hier für mich, diese Wände zu ziehen. Ich habe eine andere große Karte gebastelt die Tage. Da war ich, glaube ich, über eine Stunde mit Wände ziehen beschäftigt. War sehr entspannend. Dabei ein bisschen Podcast gehört. Genau mein Ding. Ah. Wenn man nicht ganz das Gitter trifft, also er hat so ein bisschen Autodocking. Er zwingt einen aber nicht dazu und wenn man nicht ganz trifft, dann versetzt er das so ein bisschen. Das ist doof. Ich sollte schon versuchen, immer die Knotenpunkte zu treffen. Dann hat man die saubersten Wände. Passt, habe ich es geschafft. Stimmt. Kiwi! Grüß dich! Achso, ja, da sollten wir auch gleich noch eine Wand durchziehen, ne? Zwischen den Stockwerken. Das macht durchaus Sinn. Das Ding ist halt, ich weiß ja noch nicht mal, ob wir je wieder hier irgendwas im Wohnheim ausspielen, wofür wir eine Karte brauchen. Aber wenn, dann haben wir sie. Darauf kommt es an. That's what I'm about. Könnte ja vorkommen. Dass meinetwegen jetzt, keine Ahnung, William und Jack anfangen, sich prügeln zu wollen. Ja, warum arbeitest du noch? Muss ich die Leute dazu bringen, da was zu machen? Ja? Nein. Biete den Spielern eine Open World, in der sie allen Unsinn anstellen können, den sie wollen, aber nicht müssen. Wir haben viele Freiheiten, manchmal zu viele. Das Ding ist halt, das macht mir echt Spaß, die Karten hier zu bauen und alles vorzubereiten. Das ist ja das Schlimme daran, dass ich mich da wirklich wochenlang so reinknien kann, ohne dass es mich nervt. Und dann neige ich eben dazu, ein bisschen mehr zu machen als nötig. Deswegen haben wir schon Locations hier drin, für Plotpunkte, die nach meinem Plan, wenn es nach Fahrplan läuft, wahrscheinlich frühestens in einem Jahr oder so auftauchen. Aber zum Glück läuft es ja nie nach Fahrplan. Das war zu kurz. Das war zu kurz. Das seht ihr, ne? Ich ziehe ja. Sind so viele hier? Wie viele sind hier? 12 Leute sind hier? Ist mit euch. Sollte weniger Videospiele spielen im Stream, wenn das hier so gut funktioniert. Meine PS5 leidet ein bisschen darunter, dass ich so viel hier drin bastel. Die sehnt sich schon nach Aufregung und Action. Aber auch das wird wieder passieren. Ich habe ja noch einige Spiele nachzuholen. Zum Beispiel immer noch Guardians darum liegen. Mal dieses Hyperfokussieren. Ein Thema. Marc hat ausgestempelt. Willkommen im Wochenende, Marc. Aus.
Den habe ich ja mal richtig schief gesetzt. Was ist denn da passiert? Da hinten. Guardians war toll, bis auf die Bugs und den Spiegel. Okay. I don't know anything. Hab so lange gewartet, alle Bugs müssten jetzt rausgepatcht sein. Und Spider-Man Miles Morales müssen wir auch noch spielen, ne? Das habe ich auch schon da rumliegen. So viel, was ich noch mit euch machen will. So wenig Zeit. Ach, so eins ist das, wo man sehr langsam gehen muss, damit die Dialoge genug Zeit haben. Da habe ich mir bei Spider-Man auf der PS4 angewöhnt, einfach stehen zu bleiben, während die Dialoge sind und erst weiterzulaufen, wenn die vorbei sind. Damit man nicht Gefahr läuft, die aus Versehen abzuwürgen. Dann geht's eigentlich. So, das war Teil 1. Wisst ihr, was wir vergessen haben in GIMP? Fenster. Wir haben jetzt ihre Balkontür, aber eigentlich gehörte hier immer noch ein Fenster über den Schreibtisch. Die haben wir vergessen einzubauen. Das ist doof. So, aber hier mal zu einer tollen Foundry-Funktion. Die hatte Map-Tool nicht so einfach, da musste man extra Skripte und so für holen. Foundry hat standardmäßig Türen. Ich kann einfach eine Wand als Tür ziehen und dann ist sie für die Spieler eine anklickbare Tür, die ich bei Bedarf sogar abschließen kann. Das ist so geil. Ich zeige euch das gleich mal. Wenn wir hier mit dem Stockwerk fertig sind, dann zeige ich euch mal, wie das für die Spieler aussieht. Oh, da fehlt noch eine Wand. Die Tür hat es aufliegen lassen. Eine Wand absichtlich für den Secret. Ich kann sogar ätherische Wände einziehen. Dann sieht das für die Spieler von der Sicht her aus, also der Sichtkegel endet, als wäre da eine Wand. Und sie können aber durchlaufen. Solche Spielereien hast du ja auch standardmäßig drin. Das ist so ein geiles Tool. I love it. So, Türen haben wir drin. Jetzt müssen wir noch unsichtbare Wände, denn es gibt ja hier so ein paar Hindernisse wie Tische und so, wo auch niemand durchlaufen soll. Das lösen wir mal hiermit. Dann machen wir einfach eine unsichtbare Wand hin. Problem gelöst. Auf die Topfpflanzen soll sich auch keiner draufstellen. Dadurch, dass es unsichtbare Wände sind, sieht man aber trotzdem noch alles, was da drin ist. Zack. Briefkästen können wir auch einmal hier ausschließen. Zack. Und da. Bis da. So. Muss ich benutzen? Okay. Aber im Wohnheim macht das nicht so viel Sinn mit so einem
Geheimgang. Ist ja für andere Karten besser geeignet und die kann ich dann wieder nicht im Stream machen, weil das spoilern würde. Den Punkt können wir uns auch sparen. Ein weniger zu berechnen. So, Bett ist begehbar, da kann man sich auch reinlegen. Und hier natürlich die ganze Reihe ausschließen. Und hier machen wir noch die Mülleimer raus. So, der Tisch. Auch nicht zum Draufklettern vorgesehen. So, ein Raum fertig. Fehlen noch diverse. Ach so. Ja, das geht natürlich auch. Warte mal, wir können so eine ätherische Wand hier für den Aufzug benutzen. Da brauchen wir keine Tür einbauen, wo man drauf drückt. Dann nehmen wir da ätherische Wände. Dann kann ich euch nämlich auch gleich die Funktion zeigen. So. Erstmal zurück zu den Unsichtbaren. Hallo? Unsichtbare Wand? Gut, manchmal hakt es ein bisschen. Ein Programm ist perfekt, ne? Muss ich nur gleich, wenn ich die Spielfigur hinsetze, euch kurz wegschalten. Und seht ihr nämlich die Gruppen, die es alle gibt, die ich mir erstellt habe. Und das wäre nicht gut. Das würde spoilern. Jetzt machen wir direkt mal durch die Wand. Nicht. Aber hier. Das war zu weit. Zack. Wir gucken uns das gleich mal an, wenn die Etage fertig ist. Machen die anderen Etagen auch noch fertig, aber vorher schauen wir uns einmal an. Nur noch, oh Gott, ich wollte gerade sagen, sind nur noch zwei Zimmer, es sind noch drei, ne? Drei Zimmer noch. Das schaffen wir. Also wie gesagt, für mich ist das Entspannung, aber für euch ist es wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig. Aber ihr könnt ja so lange was anderes machen. Sag dann Bescheid. Wenn wir das ausprobieren, wie es aussieht für den Spieler. Oder so. Hier hin. Theoretisch gibt es auch eine Funktion, um Wände zu kopieren. Da habe ich aber allerdings noch nicht verstanden, wie genau die funktioniert. Warum mache ich das so? Ich kann das gleich mal probieren, ob wir das von hier auf den siebten Stock übertragen können und dann nur noch das anpassen müssen, was da anders ist. Wäre mal ein Versuch wert. Beziehungsweise ich habe herausgefunden, wie man Wände kopiert, aber wie man sie an die richtige Stelle einfügt. Das ist die Schwierigkeit.
als ich das mal versucht habe auf der Karte, wo ich da ein paar Stunden saß die Woche. Da, wir sind schon fertig. Da habe ich mir dann alles durcheinander geschossen und musste nochmal komplett von vorne anfangen. So, jetzt machen wir mal den Browser auf. Test User. Wenn das klappt, dann kann ich euch nämlich den Test User kurz in den Vordergrund legen. Sieht gut aus. Dann mache ich euch doch mal eine Aufnahme von Chrome in den Vordergrund. Bitteschön. Schön über mein Gesicht. So gehört sich das. Zack. Also das hier ist unsere Lobby. Da starten wir immer. Jetzt werde ich mal kurz in Foundry. Das seht ihr nicht. Sehr gut. Und da werde ich jetzt einmal den Charakter platzieren. Wenn ich dann die Szene wechsle für euch. Dann sehen wir gleich, wie das für den Spieler aussieht. Weil es da geladen hat. Hat es schon. Cool. Tun wir. Also, das hier ist die Spieleransicht. Erstmal ist die Karte... So, ich habe hier noch keine Zwischenwände gezogen, das heißt, theoretisch könnte ich jetzt hier noch... Moment, ist noch pausiert. Theoretisch könnte ich jetzt hier überall noch hin. Das ist natürlich doof. Aber hier seht ihr schon, weil ich hier die Außenwände gezogen habe, funktioniert die Wegfindung schon. Da kann ich jetzt hier mir den kompletten Weg ums Gebäude rum erschließen. Das ist ganz cool. Und die Sicht aktualisiert sich immer live. Er läuft jetzt da lang. Ja, die Lobby ist quasi, wo ihr startet. Da laden erstmal alle rein. Da treffen wir uns. Dann macht noch keiner Unsinn während der Zeit. So. Und jetzt kann ich aber mit meinem Charakter... auch mit den Pfeiltasten steuern, wenn ich da Bock drauf habe. Kann einfach hingehen und ich sehe jetzt hier schon Türsymbole. Die sehe ich nur, wenn ich auch Blick auf die Tür habe. Wenn ich um die Ecke bin, dann sehe ich nicht, wo Türen sind. Aber wenn ich um die Ecke komme, dann sind die Türsymbole wieder da. Da klicke ich drauf und zack, geht die Tür auf. Hier genauso. Kann auch wieder zumachen. Das ist auch neu, dass man mit Pfeiltasten laufen kann. Ach so, nein, die Lobby. Ja. Und hier versuche ich jetzt nach unten zu gehen. Das geht nicht, weil wir haben ja den Tisch ausgenommen. Das ist ja eine unsichtbare Wand. Wegfindung auch hier. Wird alles berücksichtigt entsprechend. Super coole Geschichte. Wenn ich jetzt hier durchgehe, dann kann ich die Tür einfach aufmachen, kann da reingehen. Kann hier ins Bad reingehen, wenn ich da Bock drauf habe. Zack. Aufs Klo. Wunderbar. Das funktioniert alles. Hier funktioniert auch. Kommt man gut bis zum Bett mit dem Nachtschrank hier? Ja, ohne Probleme. Easy. Auf den Balkon gehen. Den haben wir noch. Haben wir den auch schon gezogen? Ja, haben wir auch schon gezogen. Balkon müsste ich noch ändern. Balkon brauchen wir eigentlich unsichtbare Wände, dass man hier vom Balkon runter gucken kann. Ne? Das müssen wir gleich noch umswitchen. Erinnert mich mal dran. Wieder zu. Es gibt leider keine Reichweitenbeschränkung für die Tür. Das kann ich nicht einstellen. Das heißt, theoretisch könnte jetzt jeder hier schon drücken. Da müssen wir uns einfach darauf verabreden, dass die Spieler nur drücken, wenn sie auch dürfen. So, und jetzt gucken wir uns mal so eine ätherische Wand an. Also ich sehe nicht rein, wie bei den anderen Türen, aber ich kann einfach durchmarschieren und bin dann im Aufzug. Und kann auch wieder nicht rausgucken, weil ist eine ätherische Wand dazwischen.
super praktisches Tool. Man kann alles Mögliche damit machen. Ein dreiköpfiger Affe. Was ich mir jetzt noch nicht überlegt habe, fällt mir gerade auf. Wenn ihr sagt, ihr wollt zum Beispiel in den Aufzug gehen, um hochzufahren, wie ich euch dann dahin kriege. Aber wenn ich überall Wände hinziehe. Ich switch mal gerade auf mein Foundry, dass ihr nicht seht. Ich kann euch drüber ziehen. Okay, das geht. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt woanders hin. Ach nein, das geht nur dahin, wo keine Wände im Weg sind. Ja, das ist jetzt blöd. Also er hätte jetzt hier nicht aktualisiert, weil ich es nicht im Vordergrund hatte. Aber ich habe den Spieler mal hier hochgezogen, aber ich kriege ihn nicht wieder zurück, weil das hier ein geschlossener Raum ist. Ich kann ihn mal aus einem geschlossenen Raum rausholen, aber nicht in einen geschlossenen Raum zurücktun. Und wenn ich die Map mit Wänden separiere, dann kommen wir da nicht durch. Was ist denn da die Lösung, sag mal? Fragen wir mal Google. Google weiß immer alles. Foundry VTT. Cut and paste tokens. Ich kann Copy-Paste machen, kann einen zweiten einfügen und kann den ersten dann wieder löschen. Aber das ist natürlich ja gut. Kann man machen. Das wird aber die Lösung sein, erstmal, wenn wir dafür kein eigenes Modul finden. Müssen wir mal gucken. Aber es gibt für alles hier irgendwie ein Custom-Modul. Da wird es bestimmt auch eine Möglichkeit geben, das zu lösen. So, bevor ich euch jetzt wieder zurück zu mir hole, mache ich erst wieder das Menü zu. Dann schließen wir das. Da sind wir wieder. Moving players was in the scene. Ja, perfekt. Da sind zwei Module verlinkt. Das Ding ist, dass Das Foundry funktioniert quasi Open Source und jeder kann dafür eigene Module programmieren und da sind genau zwei drin, die genau das machen. Your Token Visible, da kann ich dann einfach sagen, ich halte Alt gedrückt, ziehe euch irgendwo hin und dann springt ihr dahin. Genau das ist das, was ich haben wollte. Perfekt. Das werde ich später mal installieren. Danke sehr. Und genauso arbeite ich jetzt schon die ganze Zeit mit Foundry. Ich gucke einfach immer bei Google, was es schon an Lösungen gibt und suche mir dann die nächstliegende aus. Der V9-Motor ist Version 9. Foundry ist aktuell auf Version 10 und V9-Compatible heißt, funktioniert mit Version 9.
du, ich mache im Support auch nichts anderes. Im Zweifel immer Dr. Google fragen. So, das kommt hier hin. Wir wollten unten noch die Wände ändern, ne? Die von den Balkonien. Machen wir mal gerade noch. So. Sichtbare Wand. Damit man auf und vom Balkon gucken kann. Mal was löschen. Löschen. Achso, und dann wollen wir uns mal angucken, ob das Kopieren funktioniert, ne? Könnten wir jetzt ja eigentlich mal machen. Also ich markiere mir diese drei. Diesen und diesen auch noch mit. So, alle drei. Die Wall Objects. Sage ich Wände klonen. Wenn ich jetzt hingehe. Guck. Es geht tatsächlich. Nein, jetzt hat er sich verschoben. Hä? Wände klonen. Macht er nicht. Wenn ich die hier hin kopiere, dann muss ich sie aber erst wieder anfassen. Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt ist es außerhalb der Karte und ich kann es nicht mehr markieren. That is fun. That is very fun. Das ist tatsächlich... Nee, Steuerung Z funktioniert hier nicht. Nein, das wollt ihr nicht sehen. Niemand spult zurück. Niemand spult zurück. Muss euch mal kurz die Sicht wegnehmen. Ich muss mir mal meine Szene hier bearbeiten kurz. Nein, niemand macht Clips. Aus. Ich mach mal kurz den Rand an. Dann nehme ich außerhalb einen Randbereich und da kann ich das dann rauslöschen. Und dann nehme ich den Randbereich wieder weg. Und dann ist alles wieder fein. So, als wäre nie was gewesen. Zack. Immer wieder. Unsichtbare Wand. Wir lassen das mit Copy-Paste, wir malen die einfach per Hand. Sicher ist sicher. Plopp. Plopp. Das ist aktiviert, ne? Oh, damit kann ich ja noch schneller zeichnen, weil ich weniger akkurat sein muss. Das ist ja großartig. Das ist ja hervorragend. Warum hat mir das niemand vorher gesagt? Guck mal, dann können wir hier einfach zack, zack, zack. Das ist ja... Oh. Diesen Button mal vorher ausprobiert. Das ist... Boah, Leute. Der Turbo-Modus. Findet ihr es schlimm, wenn ihr jetzt kein Fenster mehr im Zimmer habt? Wenn ihr nur noch den Balkon habt? Okay, ne? Ich will damit leben. Oder soll ich das in GIMP noch updaten? Dass ihr eine Balkontür habt, aber die Frage ist, reicht euch das?
Gott, ich hätte mir so viel Arbeit sparen können auf dieser anderen Karte. Ich gewusst hätte, dass es diese Einrastfunktion gibt. Fenster hinterm Schreibtisch geht gar nicht. Was? Das ist ein schöner Blick auf die Stadt. Du bist immer von der Sonne geblendet. Das ist doch herrlich. Wie schnell das jetzt geht. Nee, du nicht. Du bist eine Tür. Das ist einer zu lang. Nicht penibel. Achso, den haben wir schon. Never mind. Crazy. Speedrun-Modus. Dahin. Ah, und da. So. Habe ich auch alle Wände? Gut aus. Hier weiter. Viel. Nein, einer zu viel. Muss die Steuerungstaste auch wieder loslassen, ne? Wenn man hier mehrere verbundene Wände zeichnet. Würde helfen. Geländer. Immer die Treppe runterspringt heimlich. Aber die Hauptwände schon fertig. Schnell. Achso, halt. Aufzug. Ja, komm. So. Den so. Und den so. Irische Wand. War diese. Jetzt kommt Mark, geht dann immer zum Spaß rein und raus aus dem Aufzug, um mich zu ärgern. So, Balkontür nicht vergessen.
das. Da soll keine Tür hin. Danke der Nachfrage. Hör doch auf, die zu verbinden. Das ist einfach zu spät die Steuerungstaste los. Es ist meine eigene Schuld. Nur beim Ansetzen halten, nicht beim Loslassen. Würde schon das ganze Problem lösen. Genau so. Dann geht das jetzt ja auch richtig schnell hier, ne? Mit dem Spaß. Verrückt, wie gut das geht. Das war doof. Ding ist, je mehr Knotenpunkte man reinbaut, umso anspruchsvoller wird es wieder für die Wegfindung. Deswegen versuche ich die schon ein bisschen zu minimieren. Die Performance so gut wie möglich zu machen. Ja gleich. Sieht auf den ersten Blick gut aus. Einzug in die Siegeshalle. Ne, Ruhmeshalle, ne? Nicht Siegeshalle. Eins von beiden. Alles klar, Marc, wir machen auch bald Schluss. Wenn ich hier durch bin mit der Karte, dann ist auch, glaube ich, bald mal Zeit für unser Abendbrot. Danke dir fürs Zusehen und fürs Kommentieren. War mir wie immer ein Vergnügen. Ein schönes Wochenende. Zack, zack. Aber das ist gut zu wissen, dass ihr an sowas hier auch bis Unterhaltung findet. Kann man so Bastelstreams ja auch mal machen. Muss ja gar nicht immer gespielt sein. Also ihr wisst, was ich sagen will. So. Auch nicht immer Games. So, das mysteriöse Dach. Das ist relativ simpel. Zack, zack. Zack, zack. Da eine Wand. Da eine Wand.
Die Blümchen. Ich meine Unsichtbare drum. Durchlaufen. Auch immer wichtig, sowas zu beachten. Man außen rum gehen muss. Zack, zack. Hier auch. Hier. Mit dem hier. Auch einer drum. So. Alles klar, Raffi. Wir kommen jetzt auch zum Ende. Ja, danke fürs Dabeisein, Sladi. Danke auch nochmal für das Abo. Und gerne wieder. Ich hatte gelesen, dass er im Krankenhaus ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen neuen Stand gibt, seit ich angefangen habe zu streamen. Aber das hindert uns ja prinzipiell erstmal nicht dran. Es sind ja trotzdem 4 Leute da für Sonntag. Das wird dann trotzdem spielen. Da gucken wir einfach mal. Man findet schon was zu tun für uns. So. Da sind überall Wände. Das ist alles fertig. Haben wir. Das haben wir. Und das haben wir. Da waren wir doch heute ganz produktiv. Das haben wir gut gemacht. Fein, fein. Dann nutzen wir die Gelegenheit, wenn hier sowieso jetzt gerade Aufbruchstimmung ist und alle zum Spazieren gehen und in ihr Wochenende starten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat mir Spaß gemacht. Das werden wir definitiv mal wieder machen. In 2 Wochen zum Release von Pokémon. Wie gesagt, ich habe mir extra Urlaub genommen. Wir werden bestimmt, sofern die digitale Version das erlaubt, nachts schon mal reinschauen. Dass wir dann vielleicht zum Release um 0 Uhr direkt einmal starten und uns ein bisschen angucken, 1-2 Stunden. Und wenn ich dann wieder wach bin, dann würden wir einfach weiterspielen den Tag über. Versuchen einfach mal zu gucken, wie weit wir an dem Wochenende kommen. Und auch danach wird es sehr wahrscheinlich einiges am Pokémon-Content erstmal wieder geben, eine Weile. Und dann wünschen wir Kata eine gute Besserung. Drücken ihm alle die Pfötchen. Dass er schnell wieder fit wird. Und ja, danke nochmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Ein schönes Wochenende. Startet gemütlich.